später sollten wir uns dann überlegen, ob wir nicht irgendwelche Konstrukte bauen für Wasser und sowas. So eine richtig hüpfen, sag ich mal, dass du meine Pipelines hat, richtige. Und nicht so, so jetzt über quer durch. Ja, aber es ist quer durch. Also ich bete dich. Das ist schon das allein ist einer gerade erkennbaren Linie. Bin ich da an der quer durchs Land. Ja, aber das ist an sich eine Idee. Ich sehe nämlich ein Förderband, was unter der Wasserleitung durchgeht, dahinter eine Förderleitung, die irgendwo anders lang geht, eine, die dann oben weggeht. Ja, ja, man muss das dann nachher mal ein bisschen ordnen, ja, das stimmt schon. Das ist, da kann ich ja nichts machen. Aber das sind Luxusproblemchen jetzt gerade. Ja, ja, die können wir dann lösen, wenn wir, wie gesagt, fast alles freigeschaltet haben, dann kann man richtig schön ins Detail gehen. Das heißt, muss ich da jetzt nicht überhaupt noch viel oder irgendwas machen? Ich brauche noch einen starken Stahlblock. Also ja. Im Moment brauchen wir es eh nicht, weil, wenn ich das richtig sehe, das Förderband 1 ist voll bis oben hin. Das kann ich schneller fördern. Warte. Das Förderband Kohle. 1. MK1 hier hinten, wo ich gerade bin. Meinst du bei der Kohle jetzt? Ja, ja, genau. Das kann ich schneller fördern. Das ist richtig. Das heißt, vorher brauchen wir eh mehr verstärkte Platten, dass wir auf 2 upbringen können, dann kann ich auch einen zweiten ranhängen. Ja, nur trotzdem, was ist da theoretisch möglich, was wir da rauskriegen können? Theoretisch möglich. Wenn du alles zusammenzählst, wenn angenommen, wir könnten überall einen Miner aufbauen, wir können so alles abtransportieren, was kriegen wir dann da theoretisch raus? Maximal. Also bei dem Temp, ich bin mir nicht sicher, dann muss ich vielleicht... Also setz mal kurz ein Tempo rein, einfach das so sehen. Wir haben ja alle unterschiedliche normal, wo der gerade dran ist, müsste 90 pro Minute sein, glaube ich. Vielleicht machen wir da tatsächlich doch eine doppelte Autobahn, wir müssen Mark 3 an, wir müssen ja eine Menge an Kohle hierher schaffen. Ja. Eindeutig. Ah, shit. Das brauchen wir natürlich nicht. Ja, Mark 3 ist doppelt so schnell wie Mark 2, ne? Ja, klar. Aber das sind immer noch nur 240 Kohle. Also, der jetzige hat 60 pro Minute. Das ist der normale, ja. Und was haben wir da insgesamt? Also, ich weiß nicht, wie viele wir haben. Wir haben hier haufenweise Minen. Oder Kohle wird unser erst... Also, Zug ist ja erst irgendwann, ne? Ja, Zug ist wahrscheinlich auch Phase 3. Phase, glaube ich, ja. Huch, hab ich geklickt? Nee. So. Verbindung verloren gegangen. Okay. Aha. So sauer, Party, dass du mich kurz rauswerfen musstest. Nee, warum? Machst doch nichts. Du bist doch ganz brav für deine Verhältnisse. Ja, bin das richtig, richtig freundlich, ja. Für deine Verhältnisse halt, ne? Das ist ja okay. Noch cooler. Wir wollen da nicht übertreiben, wir dir kein falsches Gefühl geben. Ja, ja, ja. Ich würde aber trotzdem bei den Tier 3 mal Stahlproduktion reinmachen, dass wir mal sehen, was wir brauchen. Ja, kommt auch so mein Schirm, ja. Und sehen, wo ist bei unserem Mini-HQ oder wo ist das? Was war's? Oder wo wollt ihr da gucken? Den Meilenstein. Ja. Den muss man beim HQ okay, aber das ist ja. Ist ja machbar. Das ist ja in Ordnung. Also, das kriegen wir hin. Es braucht keine Stahlplatten, was gut ist, das heißt, die beißen sich nicht. Das heißt, das kann man ja gerne kann man da hinarbeiten, während wir hier gucken, dass wir nicht mehr Strom kriegen. Ja. Ja, weil kohletechnisch können wir in einem Band, an einem Tier-2er Band, können wir theoretisch 8 dranhängen und wassertechnisch 6, theoretisch. Aber dann würde ich das. Würde ich jeweils 4-4 machen mit dem Wasser, dass wir jetzt da bloß nicht in die Quere kommen. Dann würde ich demnächst ja auch eine zweite Wasserpipeline mehr rein. Ja. Es wäre natürlich schön, wenn man da den Strang mit. Also, ja, wenn man dann. Ja, passt schon. Mach einfach. Ne, ja, sag gerne dann. Ne, macht alles schon Sinn. Passt schon. Also, wenn wir die Züge haben, können wir die theoretisch auch woanders hinpacken. Und die mit dem Wasser mit den Zügen transportieren lassen, wenn die dann falls. Ja, aber erstmal das. Da müssen wir erstmal hinkommen, ne? Ja. Weil das ist natürlich auch eine Idee, aber Wasser mit Zügen würde ich eigentlich nicht machen. So. Weil das ist ja extrem viel. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel ist, weil ich das halt als Frage, ne?
Ja, die Züge kosten halt irgendwie, ne? Aber wegen Volumenberechnung, weil du hast ja, transportiert ja keine Flüssigkeiten mit Zügen, weil die Volumen auch macht also ein bisschen was bei Wasser. Die haben, es gibt die richtigen Flüssigkeitsbahnhof quasi, oder? Aber das, da geht es dann ja meist um Flüssiggas. Nee. Wasser. Wasser, Öl. Nee, Öl ist klar, aber Wasser ist ja sowas blöd, weil der Wasser sauschwer ist. Ist doch die gleiche Volumenberechnung, Mann. Ja, aber Öl, da kriege ich deutlich mehr für das, was ich da transportiere. Alles mit. Oh, was wollte ich? Hab mir vergessen was. Achso, wir wollten ja noch die erforschen. Ja. Ach, wo ich auch. Jetzt halt aber. Schlecht. Das ging sich nicht aus. So, danke. Ah, werde ich es schneiden müssen. Auch alles Jumpy beleidigen, wir müssen dann noch raus. Mhm. Die werden extra laut gedreht. Die Jumpy-Jungen. Sicher. Ja, fertig. Ich finde das unglaublich lustig, das Spiel nicht zu ertragen wie manche. Ja. Also, es ist nur eine Frage der Zeit, dann haben wir die Teile dafür eigentlich so gut wie automatisch, ne? Jo. Wollte ich mal so angemerkt haben. Ah, da ist schon der Miner MK2, das ist auch geil. Aber dafür brauchen wir auch erweiterte Energiestrukturen. Hochspannungsmast plus Plattform, Hochspannungsmast ohne Plattform. Genau, wir haben nicht mal eine Stahlproduktion, nicht mal die Kupferproduktion ist wieder ganz normal am Laufen. Ist er? Ja, so. Von was denn? Achso, da könnte ich jetzt noch. Wow, eine. Diese Hochspannungsmasten, damit können wir dann die Hauptachsen. Naja. Was hätte ich auch gesagt. Das gibt's doch nicht, dass wir da echt gar nichts mehr haben. Was zu müssen? Stahlrohre. Ne, die habe ich. Ach, Scheiße, habe ich eingetötet. Stopp. Also vorher. Meinst du Eisenstangen? Ja, genau. Warte, ich habe hier was für dich. Ja. Ja, 61. Naja, damit kann ich ein bisschen arbeiten. Naja, ich hab nur. Ja, es ist oben leider auch nicht wirklich viel. Also gut, das Kohlebergwerk habe ich hier, Kohleverbrennungsgerät habe ich hier alles mal einziehen müssen. Naja. Ja. Kohleverbrennungsgerät, geil. Ich muss deutscher Tradition. Morgen fange ich auch an, irgendeinen Ort wegzubaggern, wenn er nicht aufpasst. Ja, logisch. Ganz normal, ne? Also. Zum Beispiel war das. Das war echt schön. Machst du voll an. Den Strom hier umlegen. Naja. Ach du Kacke. Ja. Zumindest mal. Ja, weg ist nicht. Nein, ich brauch die, dass wir genug Kohle produzieren. Ja, das ist nicht schlimm. Na doch, wir haben nicht genug. Also es kommt nicht genug an. Ja, wenn er die Maschine mal wieder einschaltet. Jetzt. Also Platte, Dings, okay. Er sagt jetzt und jetzt passiert nichts an dir. Ja, okay. Ich hab am falschen Ding gezogen. Schon genug. Hey. Ich hab doch hier, genau. Wenn es so nichts wird, dann mache ich das jetzt einfach manuell. Emanuel? Ja. Es hilft ja nichts. Schon. Das war ein bisschen mühsam, aber egal.
ist nicht wirklich viel, ne? Ja. Modularrahmen. Wie viele fehlen da noch? Okay. Ja. Dann mache ich die jetzt mal fertig. Was brauche ich da noch? Die verstärken. Okay. Fertig. Okay, nur noch haufenweise Rotoren. Ja, das ist gut. Die werden zwar produziert, aber das ist eher eine langwierige Geschichte. Ja. Haben wir oben Schrauben rumfliegen in der Fabrik? Nicht, oder? Die hast du mitgenommen. Kann das sein? Jo. Weil ich verstärkte Platten mit der Hand herstellen muss. Achso, okay. Ja, nee, das passt. Ich habe da Eisen oft hash. Das muss ich jetzt auch machen. Wieso machst du hier eigentlich so ein Mixer-Ding? Hä? Weil sich das angeboten hat, weil ich keinen Platz mehr habe. Achso. Deswegen ist Mixit angesagt. Mixit Baby. Ja. Schauen wir mal, ich glaube nicht, dass da viele Rotoren ausgespuckt werden, aber immerhin kann ich Englisch ein bisschen was unterstützen. Aber die Rotoren snackst du dir nicht, oder? Nee, die nehme ich gerade nicht. Okay. Ich nehme nur Material, was ich gerade für die Herstellung von verstärkten Platten brauche. Mhm. Geht übrigens genau auf Order Power mit der Produktion. Was? Geht genau auf mit der Produktion. Oh, schön. Ja, aber die hinteren laufen noch gar nicht. Die laufen. Oder was meinst du? Also die vier Kohlekraftwerke, die verteilen sich genauso, dass es genau passt. Jetzt schon. Okay. Und ganz langsam füllen die sich. Also es ist genauso wie es sein soll. Nö, es passt doch. Da wollen wir ja hin. Natürlich
Ne, gut, ein Tropfen auf dem heißen Stein ist es jetzt auch nicht, weil was wir haben, das haben wir. Ja. Was ist damit? Läuft so komisch. Die Durchflussrate schwankt zu sehr. Das wundert mich. Ja, es war bestimmt dieser Siampi. Den würde ich eigentlich gesagt mal finden und auspeitschen. Das ist unglaublich, was er mir leistet. Ja. Das gefällt ihm doch. Ja, davon mal abgesehen. Okay, jetzt bräuchte ich tatsächlich auch mal ein paar Stärke als ein paar 5 Stück oder so lang. Ja, viel Spaß, besorgt ihr die irgendwo. Ja. Ich kann die Balisier hier gleich irgendwas, wenn der nicht aufpasst. Da kommt jetzt echt was zusammen, das ist gut. Alter, schon. Jetzt mal aufhören, jetzt bin ich nämlich drüber gegangen, shit. Ja, bestimmt noch 100 versteckte Startplatten. Ja, den mit der Hand machen, dauert nicht unmöglich. Naja. Was willst du machen? Ich hoffe wenigstens, dass jetzt oben schon ein paar Reformen zusammengekommen sind. Das wäre ja ein Träumchen. Ich muss hier eigentlich rein. Wo zum Glück da, okay? Das war jetzt ein Kampf. Also mit der Hand möchte ich da nicht weitermachen. Habe ich schlechte Neuigkeiten für dich? Was glaubst du, wie viele da oben drin sind? Ja, 6 oder so. 20. Ja, immerhin. Aber die irgendwas bottleneckt, weil da würden wir eigentlich 11 pro Minute kriegen. Ja, das kriegen wir ganz effektiv nicht. Ja, weil die Produktion zu langsam ist. Richtig, von den Kupferlingen hier. Sicher? Ja, hier hinten von den Kupferrollen, die ist zu langsam. Ja, aber der wartet da wegen Schrauben. Der hat Kupferlinge, hat er auf Überfluss. Schrauben fehlen. Aber sowas von fehlen Schrauben. Ach so, ja, Schrauben, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja. Hat er genug Material zur Schrauben herstellen, ja, ne? Ja. Ein Viertel von Schrauben. Pensum. Und der andere hier, der bräuchte 400 Schrauben pro Minute und der kriegt auch nur seine 100. Ja, gut. Wenn ich keine Schneggis mehr habe, was soll ich machen? Schneggis suchen? Ja, aber wo suche ich die? Ich will nicht schnell die suchen alleine. Das sind doppelt ist ein bisschen Punkt. Das sind zwei. Warte mal, nicht beide durcheinander. Also einmal booste ich erstmal die Schrauben hier. Ja. Einen habe ich nämlich noch. Das ist trotzdem nicht. Der eine braucht 400 und der kriegt 100 und der andere braucht 200 und kriegt 50. Also da müssen wir gleich auch noch ein zweites Gerät dran bauen. Ja. Es ist kein Platz für ein zweites Gerät. Es ist ja nicht schlimm, wenn es nicht ganz so schnell geht, davon abgesehen. Ja. Aber, also es kann auch noch so gut sein, dass wir halt noch andere Rezepte früher oder später kriegen. Ja, und da dann ein bisschen nachhelfen, sagst du. Genau. Und darum würde ich fast vorschlagen, dass wir Rotoren jetzt so kurz nutzen, um diese komischen Armierpistolen zu bauen. Forschen. Okay. Dafür brauche ich 25 Rotoren und noch und 50 versteckte Platten. Dann können wir die Armierpistolen und Armierstachel, Eisenstachel bauen, damit wir uns ein bisschen wehren können, sag ich mal. Ja. Dann können wir uns gerne auf die Suche nach Rezepten und Schneckis machen. Also am besten brauche ich 50 Rotoren. Und dann muss man es ja noch bauen. Also ich baue ich mal kurz schnell zwei Objektscanner, dass jeder von euch einen hat. Dann musst du dich mal umdrehen. Da unten, hallo? Ja.
21, okay. Warte. Geht's genau nicht. Hier. Okay. Und dann mache ich das mit. Ja, Objekte, Schneckis kannst du dann anvisieren. Dann zeigt er dir in der Nähe an, wo die sind. Energieschnecken. Ja. So, hat noch jemand 50 Stahl, verstärkte Stahlplatten? Nein. Nein, einfach nur nein. Guck mal, ob oben noch hier sind. Ein paar Schrauben brauche ich. Noch. Zwei kann ich hier reinlegen, ne? Das würde gehen. Nein. Also, hä? Falsch. Wo muss ich denn hinpacken? Soll ich in der Kiste. Okay. Ja. Ah ja, die ist voll, da kann ich ja nichts mehr reinmachen. Ja. Ich bin noch einmal an der Seite. Sehr schön. Ja, schau ich gerade. Ich brauche noch ein paar. Wir sind 18. Das wird auch nicht reichen. Entschuldigung. Da. Hier, ich hab was für dich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Da. Danke. Bitte. Da. Das ist ein Pizza. Reicht das? Nee. Mhm. Ich brauch noch 30 davon. Okay. Da oben. So, muss ich da nur irgendwie hinkommen, ne? Ja. Und nicht runterfallen, Stern, bitte. Nee, nee. Sachi, hast du noch. Ne, also jetzt noch einmal oder geht. Ja, Siampi. Entschuldigung. Habe ich was Stahlplatten? Ich habe ihn gerade dran. Eisenplatten. Reguläre Eisenplatten oder? Wenn du hast, eins von beiden, damit ich es entweder selber craften kann, ja, oder... Nee, hol dir eigene, ich hab, drüben müsste was liegen. Ich bin gerade selber am craften. Leider nicht mehr. Gar nichts mehr drüben. Ja, eben nicht mehr, also inzwischen sind bestimmt wieder 5 da oder so, aber... ja, nee, also ich meine nicht die Verstärken, sondern reguläre. Weil ich hau gerade welche manuell durch. Ja, ich auch. Ich kann dir ja welche geben. Ich brauche noch etwa 21. Habe ich. Stück. Hab ich. Komm ran, hab ich. Klingt solide. Bist du da? Sag mir, wenn du da bist. Ich bin da. Bitte, ihr erlernt. Bitte sehr. Schon? Nee. Wo bin ich jetzt? Hier. Das ist gut. Können wir nämlich auf den Start. Rebar gun and iron rebar ammo unlocked. Your ingenuity towards preservation of fix-it property has been noted. You earned a micro break. And welcome back. I hope you feel refreshed. Hä? Okay, da ist nichts. Das ist ja eine Party-Gigs-Pause gewesen. Hä? Nix. Oh. So. Ich habe nichts angezeigt, das stimmt. Ich will die Viecher an. Eine habe ich. Aua. Was ist, wenn er mir sagt, kein WLAN? Ja, dann hat er keinen Empfang. Also ist nichts in der Nähe. Okay. So, wo kann man jetzt den Rebar dann craften? Ach, bei dem Toolstand hier wahrscheinlich, ne? Ja, nee. Nein. Ich hab Plotmaterial geholt, um das zu craften. Weil das nicht mit den Badges. Iron Rebar. Und Iron Rods. Und für die Rebar Gun brauchen wir Iron Rods.
bestätigt. Zwei Pistolen habe ich schon mal fertig. Hier, so, Siampi. So, also jetzt musst du aufpassen. Das war aber knapp. Also das war, er hat es ja noch hingekriegt. Das muss eigentlich ganz klar sein, dass die Sache ist, weil ich antworte tatsächlich, wenn man mit mir spricht. Das ist mir klar. Knarre? Ja. Eine Knarre, ich muss nur noch gleich Munition herstellen. Das kann ich machen. Ja, ich bin ja schon auch dabei. So. Das wäre ja äußerst sinnvoll. Machst du schon? Ah, du machst schon. Ja, ich mach. Ist ja nicht teuer, ist ja nur Eisenstangen. Wie viel Schuss hat da ein Ding? Das hat nur Einzelschuss, das heißt einmal schießen, nachladen, schießen, dann halt je nachdem wie viel du dabei hast. Okay, dann mach ich mal ein paar mehr. Ja. Ist also wie eine Armbrust, ja. Mhm. Okay. Okay, dann mach ich mal ein paar mehr Startplatten. Das geht, muss gehen. Meldet euch ins Skill. Hey, Startplatten? Startplatten. Oh. Verstärkte Startplatten. Einplatten ist einmal Stahl, weil es Space Engine ist. Ganz schlimm ist das. Das ist jetzt mal so nicht rein, ehrlich gesagt. Viecher, lass mich in Ruhe. Ja, dann können wir gerne noch eine Expedition starten. Ja. Wenn ihr zu mir kommen würdet, wäre ich euch sehr dankbar. Da ist eine Elektroschnelle gern, die ich nicht rankomme. Und ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Was? Ja, wegen den Wigland hier. Ich muss noch Munition was machen. Dann können wir. Einmal wieder Zeug da, dann kann ich mich da mal kurz hinsetzen, wenn ich es noch weiß. Ja, ich habe einen getötet, aber zwei sind hier noch. Super. Bist du tot oder was? Ja, Logan. Musst du, dann kannst du ja gleich deine Waffe und Munition mitnehmen. Wo sind die? In der Kiste? Nee, ja, noch bei mir. Bin gleich da. Aber gibt im Moment nur 100 Schuss. Hier bist du. Ich packe sie auf den Boden. Ja. Ja. Pardon? Ja, gleich. Ich brauche noch mehr Material. Ich will mehr Munition. Okay. Rücken, Beine kann ich nicht machen. Okay. Noch nicht. Ja. Doch, dann nehme ich ihn. Was nimmst du? Ein paar Grundkomponenten nehme ich dann, glaube ich, mit. Ja. Also ein paar Sachen sollten wir auch mal mitnehmen. Falls wir Dings finden, manchmal brauchst du halt Komponenten. Ich weiß noch, wo einer ist, wo wir hingehen könnten, aber da sind auch hässliche Viecher. Ja gut, wie gesagt, also ich da bei mir war noch Schneggy. Und mein Zeug liegt jetzt auch. Ich habe nämlich schon zwei im Inventar, also. Ja. Nur noch mehr Munition und dann können wir gleich